das ist Finale. Und Phoenix dabei fühlt sich quasi nur selbst. Ey Mann, wie schade. Doch nach dieser Runde seid ihr nur entstellt. Diversity mal leidig, ey, was habt ihr für einen miesen Sound? Kommt noch eines Mini und fickt dann noch gegen Phoenix raus. Bastet ihr den falschen Spicker, geh mal weg, so auf Distanz. Euer Schulprojekt ist eines, was am Deadline Day begann. Es ist Finale. Und Phoenix dabei fühlt sich quasi nur selbst. Ey Mann, wie schade. Doch nach dieser Runde seid ihr nur entstellt. Das Abi in der Tasche, ich bin durch mit dem Shit. So ein Schulprojekt ist doch kein Gegner mehr für mich. Bis auf euer Video kann man sich euch einfach nicht reinziehen. Scheiße gut verpackt wie im Knossi-Livestream. Max und Moritz, ich zieh da jetzt einen Schlussstrich. Denn ihr wart schon nach dem ersten Streich nicht mehr lustig. Ohne Inhalt sollte der einfach nur verschwinden. Eure Runden sind wirklich nur Bildergeschichten. Glaubst du selbst, dass es stark, was du in dem Battle sagst? Denk das wir nutzen dich aus. Alter Punchline Award. Ey, was hast du nur für Wahnsinnstexte? War das du ein Nachschub? Ist wirklich deine beste Angriffsfläche? Es ist Finale. Und Phoenix dabei fühlt sich quasi nur selbst. Ey Mann, wie schade. Doch nach dieser Runde seid ihr nur entstellt. Diversity mal leidig, ey, was habt ihr für einen miesen Sound? Kommt noch eines Mini und fickt dann noch gegen Phoenix raus. Bastet ihr den falschen Spicker, geh mal weg, so auf Distanz. Euer Schulprojekt ist eines, was am Deadline Day begann. Ihr werdet alleine nur wegen Malte verlieren. Denn er kann jede Punktzahl spalten und halbieren. Gegen Lucky sagst du, er sei der Weichste aus Diversity. Doch beweist er nach eindrucksvoll, dass es da noch einen schlechteren gibt. Du hast den Namen wohl etwas zu wörtlich genommen. Ich mein, du hast nicht gerappt und dafür fast freigesprochen. Ihr verliert Flow und Technik, denn du bist im Team. Doch dafür hast du dir den Videopunkt wirklich verdient. In deiner Runde sagst du, ich wäre ziemlich am Arsch. Doch dein einziger Punch ist deine Kamerafahrt. Ich finde es lustig, dass du jedes Mal redest, dass deine Gegner wack sind. Wobei du halt wirklich nur redest, anstatt zu rappen. Dein Rap ist so wack, dich kann einfach keiner leiten. Du bist nur in der Crew, um deren Videos zu schneiden. Du wirst ausgenutzt und damit so krass gefickt, dass One's Part dich noch härter trifft als Niklas. One, guck, ich komm ins Battle und du bist gemobbt, dicker Schulprojekt. Ich sorge dafür, dass dich der Mut verlässt. Bist gefickt, Kopf in die Erde, das nenn ich Blumensex. Du bist wack, ach, und dann haben wir noch den Kleinen. Ja, die Videos sind geil, womit filmen die bitte? Aber was zum Teufel macht denn das scheiß Kind in der Mitte? Wie der heißt, das weiß ich nicht, aber der gehört wohl dazu. Gesicht wie ein Hurensohn, Stimme wie eine tote Kuh. Ich komm mal kurz vorbei, du Fotze, los, gib dein Geld her. Was willst du machen mit dem Gesicht, als ob du Elf wärst? Was? Du hast Probleme mit dem Takt, geh dich umbringen. Dann kannst du andere wie eine Nutte, die singen. Ich bin auf dem Beat, 1A, ihr werdet weggefegt. Battle nicht, komm in deine Booth und du wirst weggeschickt. Ich hab keine Angst vor euch beiden Bitches in Röhrenjeans. Für mich seid ihr gleich, ich geb Fick auf Diversity. Es ist Finale. Und wie nicht dabei, tut sich quasi nur selbst. Ein Mann wie schade. Doch nach dieser Runde seid ihr nur entstellt. Diversity mal ehrlich, ey, was habt ihr für einen miesen Sound? Kommt noch eine Penny und kickt dann noch gegen Phoenix raus. Bastet ihr den falschen Spicker, geh mal weg, so auf Distanz. Euer Schulprojekt ist alles, was am Deadline Day begann. Es ist Finale. Und Phoenix dabei fühlt sich quasi nur selbst. Ey Mann, wie schade. Doch nach dieser Runde seid ihr nur entstellt.